Düp düdüdü. Düp Ja, und hallo und herzlich willkommen zur weiteren Folge Far Cry New Dawn. Ja, wir sind hier und haben uns zusammengefunden. Wieso gehe ich jetzt zu Fuß dahin? Nix da. Hier war auch irgendwo ein Fahrzeug. Ich habe auch eins hier hingebracht. Da hinten steht. Das ist wahrscheinlich genauso weit weg wie die Basis. Ist das ein Hoppelhäschen? Und war das Hoppelhäschen irgendwie gelb so? Komische Tiere. Wieso bin ich eigentlich hier angehalten? Kann mir das nochmal einer erklären? Immer feste drauf. Fährt seinen eigenen Kollegen über den Haufen. Geiler Typ. Attacke! Sturmgewehr Meister. Keine Ahnung, was er dabei hatte. Interessiert mich das? Nein. Ich bin überhaupt nicht gezüchtet. Er könnte jetzt so tun und mir dann voll ins Gemächt schießen. 31 Fehler. Alter, was war das denn? Also das nächste, was ich mir hole, ist definitiv ein Scharfschützengewehr. Weil die meiste Action geht irgendwie da ab, wo mein Gewehr nicht hinkommt. Aber es ist halt eine schöne Einzelschuss-Mission erstmal. Ey, der fährt jetzt nicht mit meinem Fahrzeug weg, oder? Was? Oh, komm schon. Wo sind denn die überhaupt, die ganzen Fahrzeuge? Das ist gut. Kann sehen. Ein Wunder. Ist weg. Ist alles weg. Die ganzen Fahrzeuge sind alle weg. Dankeschön. Danke. Fahrzeug, nicht zu sehen. Brauch noch was, was meine Decke anstrahlt. Die Decke müsste nämlich jetzt hier so ein bisschen in Blau leuchten. Das würde jetzt irgendwie sehr cool kommen. Jetzt laufe ich doch zu hier, ne? Nur mal so nebenbei. Ich glaube, ich habe jetzt irgendwie die Möglichkeit, das. Oh Gott, so viel mehr. Wieso habe ich auf einmal 8 Stück gehabt? Egal, nehmen. Hallo, braucht vielleicht jemand einen Schraubenzieher? Wegen dem Schraubenzieher hier vorne, meine ich, weißt du? Na, gut.
So, wir sind angekommen. Fast. Nee, ne? Du willst mir jetzt nicht erzählen, dass da gerade einer mit Barrel kommt. Okay, dann bringe ich das jetzt irgendwo hin. Genau, sehr gut. Und, oh, alles sieht gut. Ja. Fahr ich da wieder hin, wenn die sich beruhigt haben. Das Fahrzeug brennt ein bisschen. Ich hoffe, das bleibt so. Das ist irgendwie unangenehm. Das ist sogar sehr unangenehm. Ich mag es nicht, wenn ich irgendwie auf so einem Tankding fahre und es brennt. Ich bin gerade ein bisschen mein Mikro am Einstellen. Es liegt nicht an eurem Fernseher. Oder worauf ihr auch guckt. Ach, Scheiße! Alles klar. Fahr gegen die Wand und es explodiert. Hallo? Hallo? Hoffentlich weißt du, was du damit Eden treibst. Hallo? Das bricht mir das Herz. Volsend wurde völlig auf den Kopf gestellt. Verstehe ich nicht. Hab gehört, du umwirfst Eden. Viel Glück dabei. Ach, scheiß drauf. Ich werde jetzt Leuten sagen, dass sie mal mit ihren Fahrzeugen zum Aufmotzen herkommen sollen. Gibt es hier vielleicht irgendwo ein Fahrzeug in der Nähe? Aber zur Story. Was soll's. Deswegen haben wir ja eine Story. Ne? Jawoll. So. Das Ding knattert aber sehr laut. Tatsächlich laufen die mal aus dem Weg raus. Das ist doch eine Freude. Sag mal! Alter, überall waren Gegner auf einmal! Was sollte das? Ich konnte überhaupt nichts mehr machen, ey. Überall, wo ich hingerannt bin, wurde ich irgendwie beschossen. Scheiße. Da war bestimmt direkt eine Basis oder sowas. Fuck.
die verkehrte Seite der Straße, ey. War das hier? Nee, das ist ja meine Bude. Wo war denn das, ey? Warum sahen denn auf einmal so viele scheiß Gegner? Jetzt habe ich nicht geguckt, ob es hier irgendwo ein Fahrzeug gibt. Ich habe gerade sich was bewegen sehen. Niemals. Und rein mit dem Eden. Er sieht mich. Aber ich sehe ihn nicht. Ich habe manchmal das Gefühl. Nicht aufzusuchen. Er kann auch nicht weit sein. Ja. Was ist das noch einer? Ich habe manchmal das Gefühl, dass die irgendwie einen auch durch das Gestrüpp sehen können. Und rein mit dem Eden. Oder Eden. So, wie sieht's aus mit dem Ding hier? Scheint heil zu sein. Warte, ich muss nochmal. Ich glaube, wir können irgendwie so ein bisschen querfeld ein und dann kommen da auch so ein paar Sandstraßen. Komm, ich sehe überhaupt nicht den Boden. Die hat so eine hohe Motorhaube, dass ich überhaupt nicht sehen kann. Also kaum sehen, den Boden sehen kann. Ja, bin ja mal gespannt, was jetzt passiert. Ich soll ihn befreien? Ach, das ist die. Das ist. Nee, doch nicht. Die alte Schmiede. Warte mal, jetzt bin ich verwirrt. Okay, das bringt mich jetzt nicht wirklich weiter. Eine Geschichte.
voll konzentriert. Voll am vor sich hin schweigen, Alter. Schon wieder irgendwie. Ich will aus dem Schwarz eine Rüstung machen. Ja, ja. Oh, fuck. Ah, oh, nee, ey. Ich hab gar keine, ich hab nichts zum Heilen, geil. Oh nee. Jetzt ist Schluss mit Mörser. Ah, fuck. Was? Wo denn? Oh nein! Oh. Ich glaube, diese Folge wird nicht mehr gut enden. Jetzt habe ich es schon zum zweiten Mal verkackt. Die 30 Munition, ey. Oh, irgendwie muss ich sagen, gerade nicht mehr so die Geduld. Ich will einfach so mit dem Kopf durch die Wand. Ich hatte es noch nicht mal irgendwie geschafft, mir so eine Übersicht zu holen. Ne! Ach, scheiße. Ich hab nur noch 2 perfekte Schuss, ey. Mörser. Mörser war doch hier irgendwo. Wo ist er? Da. Nee. Da ist der Mörser. Befreie den Außenposten.
bisschen Deckung gebrauchen oder sowas. Wieso sehen die mich? Scheiße, das war eine ganz bescheuerte Idee. Ich weiß nicht, wo ist der? Wo ist der? Boah, ein Hubschrauber. Ah, geil. Alter, was zur Hölle hat mich hier gesehen? Geil ist auch dieser Umstand. Ah, fuck, der ist auch noch. Der war auch noch ein Scharfschütze. Und ich hab no life. Also ich hab kein First Aid. Nix. Bin voll leer. Weil die wirklich großen Dinger brauche ich eigentlich für den goldenen Ritter. Für den hier noch. Oh, scheiße. Ach, scheiße. Ah, hey, Freund. Wie wär's, wenn wir ein bisschen Munition tauschen? Habe ich gerade panzerbrechende Munition gekauft? Das ist so scheiße, Alter. Mitten in der Walla Pampa. Der Scheiß Dings, Mörser geht mir tierisch auf den Sack. Ich glaube, der Teil wird ein bisschen länger. Wo ist der Kackmörser? Ich finde ihn nicht. Eigentlich hier, wo ist seine Mörser? Okay, das ist einer weniger. Einer. Drei.
Der Mörser ist schon mal hier. Es ist nur noch Goldlöckchen da. Okay. Also diese panzerbrechende Musik, die bringt einiges. Die bringt echt einiges. Die bringt den Unterschied. Die panzerbrechende Munition hat. Ritter? Geil, ich könnte so eine Ritterrüstung tragen, ja? Wer hätte gedacht, dass Rush und sein Captain so viel schaffen würden? Na, hallo. Na. Ja. Okay, ich bin ein bisschen aufgewühlt. Hoffe ich, dass ihr mir das verzeihen könnt und. Deswegen werde ich jetzt auch mal Schluss machen, ein bisschen die Seele runterbringen und halt dann halt schlafen zu können, weil im Moment kann ich nicht schlafen. Momentan bin ich echt so, ich war auch echt unglaublich fokussiert. Ich konnte auch nicht reden oder gar nichts, weil irgendwie ich musste das jetzt schaffen. Ich war wieder in so einer Falle drin. Das passiert mir öfter. Ja. Schön, dass ihr dabei gewesen seid und ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Teil wieder. Es sollte jetzt ja möglich sein, mal die Story weiterzumachen. Ich sollte doch zu irgendwo hin. Ne? Ich sollte ja zu irgendwo hin. Ich denke mal, das kriegen wir nächste Folge raus. Da soll ich hin. Zack. So. Ne, das hätten wir erledigt. Okay. Also, bis dann. Ciao.